Das Krankenhaus im US-Bundesstaat Pennsylvania, in dem der britisch-indische Autor Salman Rushdie behandelt wird. Nach der Messerattacke vom Freitag hat der 75-Jährige nach Angaben seines Agenten inzwischen wieder zu sprechen begonnen. Ein 24-Jähriger hatte Rushdie am Freitag auf der Bühne eines Kulturzentrums mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Medien berichten von 10 Messerstichen, unter anderem in Hals und Bauch. Der Angreifer erklärte sich vor einem New Yorker Gericht für nicht schuldig. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Die Ermittler gehen von einer geplanten Tat aus. Zu seinem Motiv ist weiterhin nichts bekannt. Die Familie des 24-Jährigen stammt offenbar aus dem Libanon. Der Iran hatte 1989 zur Tötung Rushdies aufgerufen und ein Kopfgeld auf den Autor ausgesetzt, weil die Regierung seine Schriften für blasphemisch hält. Während der Angriff in der westlichen Welt Entsetzen auslöste, begrüßte der Iran die Attacke. Auch in Pakistan gab es Unterstützungsbekundungen für den Täter.